und schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Letzte Woche war ja das Thema ein mathematikspezifisches und ich bin der Frage nachgegangen, ob Mathe wirklich so viel mit Zahlen zu tun hat, wie man auf den ersten Blick glauben würde. Heute ist das Thema ein anderes. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte um einen Mann, der eine ganz besondere Fähigkeit gehabt hat, aber ihr werdet gleich mehr darüber wissen. Zwischendurch schaue ich auf meinen Spickzettel, damit ich nicht vielleicht ein paar Fakten da durcheinander bringe. Es geht um einen gewissen Solomon Schereschewski, der, weil der Name ein bisschen kompliziert ist und auch beide Namen mit S beginnen, kurz in der Kurzform S genannt wird in der Literatur. Und der hat eine ganz unglaubliche Fähigkeit bezüglich seines Gedächtnisses gehabt. Er konnte sich nämlich an jede Minute seines Lebens in grafischer Genauigkeit erinnern. Das heißt, alles, was er jemals erlebt hat, gesehen, gehört etc., das hat er nie wieder vergessen. Und darüber hinaus konnte er auch Farben schmecken, Bilder fühlen und Geräusche riechen. Das ist etwas, was man Synästhesie nennt, wenn sich die einzelnen Sinnesempfindungen, die der Mensch hat, verschränken und man, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwas esst und sagt, das schmeckt irgendwie so wie Veilchen riechen. Heißt nicht, dass es nach Veilchen schmeckt, aber es, der Geschmack und der Geruch, die ja sehr nah beieinander sind, kommen da irgendwie zusammen. Gut, zurück wieder zu dem S oder zu dem Wunder-S. Was gibt es über ihn zu sagen? Der Solomon wurde 1886 in Russland geboren. Und sein Talent wurde 1905 entdeckt, als er nämlich als Berichterstatter für eine Moskauer Zeitung gearbeitet hat. Und seinem Redakteur ist irgendwann einmal aufgefallen, dass er bei diesen ganzen Meetings, die es da gibt, sich nie Notizen macht. Und das hat ihn geärgert, weil er irgendwie der Meinung war, na, das ist aber ein fauler Kumpel. Und hat ihn darauf angesprochen und da war der Solomon, der eigentlich eine sehr schüchterne, zurückhaltende Person war, ein bisschen irritiert und hat dann irgendwie nach einiger Zeit gesagt, also er versteht sowieso nicht, warum überhaupt irgendjemand sich Notizen macht, weil er eigentlich gar keine Notwendigkeit dafür sieht, weil man, beziehungsweise er, merkt sich ja auch so ohnehin alles. Naja, und da ist es natürlich auch diesem Redakteur gedämmert, dass es da mit einer ganz speziellen Person zu tun hat. Und so wurde nach nicht allzu langer Zeit auch ein berühmter Arzt, Professor Luria, der damals Patienten mit Gehirnschäden untersucht hat, auf diesen S aufmerksam und hat versucht herauszufinden, ja, wo denn die Grenzen seiner Gedächtnisfähigkeit sind und hat diverse Tests mit ihm unternommen. Das hat ganz am Anfang begonnen mit, ja, ich sag dir ein paar Zahlen, ein paar Begriffe und du musst die dir eben in der Reihenfolge merken. Und das hat sich dann ganz schnell auf 70 und viel mehr gesteigert und da war klar, das ist schon eine ganz außerordentliche Fähigkeit, die da vorliegt. Ja, und vor allen Dingen, dass das ganz Besondere war, wenn er so eine lange Liste mal gehört hat, dann hat er sie nicht nur so wiedergeben können, er hat sie lange, lange Zeit später wiedergeben können, er hat sie auch rückwärts aufsagen können und das alles nach nur einmaligem Hören. Ja, und der Professor Luria als Wissenschaftler wollte halt dem wirklich auf den Grund gehen und hat dann sozusagen immer mehr Tests, immer eingehendere Tests gemacht, vor allem als er gemerkt hat, dass viele dieser ersten Schritte für den Solomon gar nicht anstrengend waren und so hat das halt immer mehr an Tiefe, immer mehr in Detailreiche zugenommen. Und das ging dann auch in die Vergangenheit von Solomon zurück und auch da war erstaunlich, dass er sich an sehr viele Begebenheiten oder an alle Begebenheiten, kann man fast sagen, seiner frühen Kindheit schon erinnern konnte und nicht nur was, wann, wie passiert ist und dass es passiert ist, sondern auch welche Gefühle er damit verbunden hat. Ja, das heißt, man konnte ihm eine Szenerie abrufen, wie war das Einschlafritual, was hat deine Mama für ein Lied gesungen, wie hat sie dabei ausgeschaut, was hat sie dabei angehabt und wie hast du dich als kleines Kind dabei gefühlt. Und wenn man das überlegt, dann merkt man da vielleicht schon, dass das für die betroffene Person, wenn man ihn ständig mit diesen Dingen konfrontiert und da ständig hineinwühlt, aus wissenschaftlicher Neugier natürlich, schon irgendwie auch was Anstrengendes dann ist und auch was Belastendes ist. Ja, und der Luria, der hat dann eben irgendwann einen Zusammenhang hergestellt zwischen dieser wahnsinnigen Fähigkeit in diesem Denken und Agieren nach Synästhesien, also dieser Verbindung zwischen, wenn ich etwas sehe, dann erinnert mich das an einen Geschmack, ich habe spezifische Geräusche oder Töne dabei, Emotionen bestimmte werden da losgetriggert und das Ganze dann mit Gerüchen versehen, also diese Vollständigkeit, diese Ganzheitlichkeit dieses Erlebens,
dass die ein wichtiger Baustein dafür ist, dass es überhaupt zu diesen phänomenalen Gedächtnisleistungen kommt. Und durch diese ganzen Experimente hat der Solomon das immer noch weiter perfektioniert, weiter trainiert wahrscheinlich und war zumindest ständig sehr massiv mit sich selbst und mit seinem eigenen Tun auch beschäftigt. Und das hatte dann natürlich Auswirkungen auch an sein gegenwärtiges Tun und Handeln und natürlich immer mehr auch in Richtung Einschränkung. Also es gibt da einen Fall, eine Begebenheit, die in der Literatur zitiert wird, als der Solomon nämlich einer Frau ein Eis kaufen sollte oder eine Frau ihn gefragt hat und da steht oder da wird darüber berichtet, Solomon sich weigerte, einer Frau ein Eis zu kaufen, da er ihre Stimme als schwarze Asche, die aus ihrem Mund schoss, empfand. Also auch hier, da gibt es einen Eindruck, da gibt es eine Frau, die er optisch sieht, wo er vielleicht die Stimme hört und da verbindet er damit ein Bild von schwarzer Asche und damit auch eine Emotion, die für ihn wahrscheinlich unangenehm ist und das führt dazu, dass er sich weigert, mit dieser Frau zu interagieren und ihr ein Eis zu kaufen. Ja, und derart massive Erlebnisse waren für den Solomon zunehmend belastender. Das heißt, ganz starke Erfahrungen auf dem Gebiet haben ihn dann immer mehr eingeschränkt, sich auf das Hier und Jetzt und auf so alltägliche Minimalhandlungen zu konzentrieren. Und das hat dazu geführt, dass er eigentlich oft von sich gegeben hat, also er würde ja so gern vergessen oder diese ganzen Bilder und vor allen Dingen die damit verbundenen Emotionen auf die Seite schieben können. Und da hat er selber herumexperimentiert, wie ihm das gelingen könnte, aber da war er offenbar wenig erfolgreich. In seiner Wahrnehmung war ab einem gewissen Punkt so genau, dass es für ihn einen großen Unterschied machte, wie eine Stimme klingt. Und wenn er jetzt mit einer Person, die er persönlich kannte, telefoniert hat und die Stimme durch das Telefon oder durch halt die emotionale Verfassung der Person ein bisschen anders war, hatte er dann schon Probleme herauszufinden, dass das eine und dieselbe Person ist, weil er so sehr nach diesen detailreichen Unterschieden getaktet hat, die für ihn im Vordergrund waren. Außenstehende haben ihn immer mehr als hilflos, als verwirrt, als nicht ganz da, als nicht präsent wahrgenommen. Und das heißt, dieses Zurechtfinden, dieses soziale Zurechtfinden im Hier und Jetzt wurde für diesen Solomon immer schwieriger. Er selbst hat eine Zeit lang geglaubt, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten Großes bewegen wird, dass man seine Fähigkeiten irgendwie für etwas Besonderes nutzen kann. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass er eigentlich immer mehr zurückgezogen war, nimmer mehr in der Lage war, so einen Alltag oder Beruf oder irgendwo wirklich teilzunehmen. Und was ich auch gelesen habe mal in dem Zusammenhang war, dass er, ich weiß nicht mehr in welchem Alter, aber letzten Endes dann als Taxifahrer in Moskau irgendwann relativ einsam, dann unpopulär und vor allen Dingen auch unvermögend verstorben ist. Der Professor Luria hat im Jahr 1968 ein Buch über diesen Fall veröffentlicht und das ist nach wie vor ein Grundlagenwerk zum Thema psychologische Forschung, weil da sehr genau beschrieben ist, in welcher Art und Weise er versucht hat, hinter dieses Phänomen zu kommen. Ja. Jetzt einmal sozusagen eine kleine lockerflockige Geschichte, die aber auch letztendlich zeigen soll, wozu das menschliche Gehirn Gedächtnis in der Lage ist. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Best Case, etwas, was wir alle nacheifern wollen. Aber es zeigt, dass wir alle mehr oder minder mit den gleichen Gegebenheiten ausgestattet sind und sollte vielleicht ein kleiner Ansporn sein, nicht zu glauben, dass das, womit wir gefordert sind oder was wir herbringen, schon an die Grenzen unserer Möglichkeiten stoßen, sondern im Gegenteil, dass vielleicht der eine oder andere von euch sich ein bisschen angespornt sieht und sagt, okay, vielleicht möchte ich meine Werkzeuge in Zukunft auch ein bisschen effektiver nutzen oder zumindest in diese Richtung arbeiten. Ja, das würde mich freuen. In diesem Sinne, ihr wisst ihr ohnehin schon, liken, subscriben, ring the bell. Ja, liken bitte, wenn es euch ein bisschen gefallen hat und ich gehe davon aus, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dorthin, alles Gute, ciao, baba.